Reformation heißt, zu zeigen, was Glauben heute bedeutet. Und für mich ist gelebter Glaube immer auch politisch. Und als evangelische Christin, finde ich, sollte man sich engagieren gegen Rassismus, für Gerechtigkeit. Und ich finde, dieses Engagement gehört zum gelebten Glauben dazu. Also die Reformation war ja eine Bildungsbewegung und ich finde, das ist immer noch eines der wichtigsten Themen, dass alle Menschen gleiche Chancen auf gute Bildung haben, dass es schon bei den Kleinsten anfängt. Also diese bildungsreformatorische Idee, die finde ich bis heute wichtig. Ja, und die zweite große Herausforderung, die Welt hat sich verändert, das habt ihr alle auf den T-Shirts stehen, die globalen Herausforderungen, wie gelingt fairer Welthandel, wie gelingt es, dass auch Arbeitsbedingungen in Afrika gut sind, dass wir nicht andere Kontinente ausbeuten, indem wir zum Beispiel Klamotten tragen, die dort unter schlimmen Bedingungen hergestellt worden sind. Also diese globalen Herausforderungen sind sicherlich ganz andere als 1517. Nelson Mandela ist ein gutes Beispiel. Es ist ganz schwer, das an einer Person festzumachen. Also für mich sind eigentlich die Reformatoren oder die Helden und Heldinnen unserer Zeit diejenigen, die sich um Flüchtlinge kümmern, die Leuten helfen, die sich hier zu integrieren, die sich gegen Rassismus engagieren, die sich Nazis in den Weg stellen. Ich finde, das sind mutige Menschen und im Sinne der Reformation sind das für mich eigentlich die Helden von heute. Also Luther war schon ein übler Antisemit und man kann das nicht immer nur mit dem Denken der Zeit erklären, man muss das klar und deutlich sagen. Also für mich ist Luthers Antisemitismus ein ganz dunkles Kapitel seiner Geschichte und der Humanismus, die Aufklärung kam erst danach, das merkt man auch. Für heute ist für mich ganz wichtig, dass wir lernen, in einer vielfältigen Gesellschaft mit verschiedenen Religionen umzugehen, dass wir mehr übereinander wissen, über den Islam, über das Judentum, über das Christentum. Insofern glaube ich, kann man das, was Luther über Andersgläubige gesagt hat, nicht auf heute übertragen. Da habe ich mir extra ein Bibelzitat so rausgesucht und habe mir überlegt, vielleicht würde er antworten mit Hebräer 13, Vers 2. Der Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch dieselbe haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also ich glaube, wer heute protestantisch handelt, wer heute evangelisch ist, muss sich um Flüchtlinge kümmern und muss dafür sorgen, dass Menschen, die so vor so viel Leid und Krieg und Terror geflohen sind, eine gute Chance haben.